Ich bin ein Zebra. Na, seven, ja. Babariti, baba. Danke, danke. Hallo, ich bin's, Kim Lian, und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist heute. Wie du vielleicht weißt, wenn du mir auf Instagram folgst. Dezente Eigenwerbung. Schauen Sie vorbei. Es gibt viele tolle Fotos zu bewundern. Zum Preis von 0 Euro. Okay. Jedenfalls war ich in Amerika und ja, da sind so ein paar Sachen mir ins Auge gesprungen, also nicht tatsächlich. Wir schauen, was auf den Packungen draufsteht, testen die Produkte dann und gucken, ob sie ihre Werbeversprechen halten. Vielleicht ist Amerika ja ehrlicher als Europa. Ich enthalte mich eines Kommentars. Das erste Produkt, das ich mir mitgenommen habe, ist von Sephora ein Wimpernkamm. Er kämmt die Wimpern, trennt sie perfekt und hebt sie sogar an. Kann auch die Augenbrauen perfekt zähmen und ist ideal für unterwegs. Ja, weil ich mir immer unterwegs in der U-Bahn die Augenbrauen bürste mit so einer Bürste. Sieht auch gar nicht dumm aus. Aua, aua, aua. Ich habe gerade übelst Angst, dass ich mir voll das Lid wegziehe. Oh nein, habe ich mir jetzt eine Wimper ausgerissen? Ich habe echt das Gefühl, dass die Wimpern auf dieser Seite höher oder besser gebogen sind. Allerdings ist der Unterschied zwischen den beiden Augen jetzt nicht so wunderschön, super krass, als dass ich sagen würde, es hat sich gelohnt, 9 Euro oder 7 Euro oder so dafür auszugeben. Naja. Ein Produkt, das ich reduziert mitgenommen habe, ist dieser Crystal Body Deo Stick. Und da ist irgendwie so ein Pärchen drauf, die sich gegenseitig Deo-Sticks unter die Achseln reiben. Oder sie ihm. Sieht jedenfalls ganz geil aus. Das hier ist jedenfalls dieser Deo-Stick. Der ist einfach fester Stein. Er ist auf jeden Fall aus einem echten Kristall. Haben die den dann in die Form geschliffen oder so? Weil ich habe mir den irgendwie kristalliger vorgestellt, als ich das auf der Verpackung gelesen habe. Es sind jedenfalls Mineralien drinnen und keine Aluminiumstoffe, die halt krebserregend sind in Deos tatsächlich, sondern es ist ein Naturprodukt. Man soll es anfeuchten. Bildet wohl ein unsichtbares Schild gegen Körpergerüche und gegen Bakterien, die Körpergerüche verursachen. Wie riecht das eigentlich? Spaß. Der Geruch ist auch neutralisiert. Angenehmes Körpergefühl, also es ist nicht so rutschig. Wenn es jetzt auch noch ein Jahr hält, wie es da oben drauf steht, dann finde ich das eigentlich ganz geil. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, als ich dieses Produkt in einem Shop in den Regalen entdeckt habe. Das ist ein Fresh Face Make-up Remover Handtuch. In den Werbevideos sieht das eigentlich immer relativ easy aus. Du brauchst nämlich angeblich nur Wasser. Das Coole daran ist, dass es wiederverwendbar ist, weil du es immer wieder in die Waschmaschine werfen kannst. Also du brauchst nicht extra Wattepads und so Gedöns, brauchst kein Geld ausgeben und machst keine Umweltverschmutzung. Let's test it out. Test it out. Ta-ta-ta-ta, test it out. Oh, Halleluja! Das ist so weich. Okay. Ich mache das jetzt kurz feucht. Tada! Der Moment der Wahrheit. Kannst laut Verpackung das hartnäckigste, wasserfeste Make-up wie Mascara, Lippenstift, Eyeliner und mehr einfach nur entfernen, indem du es ein bisschen nass machst und dann über die Haut drüber fährst. Da ist schon mal ein bisschen Make-up drauf. Jetzt noch die Lippen. Es ist mit einem Swipe einfach weg, ist die Wimperntusche. Alter, ich kann's nicht glauben. Ich komme gar nicht drauf klar. Kann mir irgendjemand in den Kommentaren erklären, warum das funktioniert? Weißt du, wie viel Geld ich immer ausgib für Abschminkmittel, die dann erst recht nicht das so schnell runterkriegen? Ich werde gucken, ob es online irgendwo gibt. Wenn ja, dann verlinke ich dir das in der Infobox, genauso wie die anderen Produkte. Aber das ist echt
eine der krassesten Entdeckungen ever, so ungefähr. Mal gucken, ob dieses Produkt mich auch so vom Hocker reißen wird. Das sind Augenpads, die waren heruntergesetzt auf nur 1,99. Die Pads schwimmen einfach so in dieser Soße hier rum. Pads mit Soße. Jetzt habe ich Hunger. Hier steht, dass sie Augensäcke und dunkle Ränder nicht nur bessern, sondern eliminieren. Ich werde das jetzt nur auf ein Auge legen, damit wir dann hinterher den Unterschied gut sehen können. 20 minutes later. Es brennt hier im Augenwinkel auf der Haut ein bisschen. Ich sehe beim besten Willen nicht wirklich einen Unterschied. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob das irgendeine Wirkung hat. Bleiben wir direkt bei Hautpflege und kommen zu dem Produkt, auf das ich mich am meisten gefreut habe, weil Zebra. Ist das nicht süß? Oh mein Gott. Ein amerikanisches Produkt. Hier steht Designed in USA und nur produziert in Korea. Mit dieser Maske wird angeblich eintönige und fahl aussehende Haut wieder scheinend und wunderschön. Die Haut soll hinterher angeblich strahlen bzw. leuchten sogar vor lauter. Also hohe Erwartungen habe ich jetzt. Ich bin ein Zebra. Na, seven ya, babariti baba. Wunya ya, Dankeschön. Danke, danke. Okay, nein, was machen denn Zebras eigentlich für ein Geräusch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das genaue Geräusch eines Zebras. Jetzt bin ich gespannt auf das Ergebnis. Boah, die Maske hat sich richtig festgesaugt. Und die Maske ist richtig dreckig geworden. Ganz schön Schmodder aus meinem Gesicht noch rausgezogen. Obwohl ich, wie gesagt, kein Make-up getragen habe und mich vorhin auch abgeschminkt habe. Und mein Gesicht brennt nicht, so wie vorher, sondern es ist schön mit Feuchtigkeit versorgt. Was war da nochmal versprochen? Ja, dass das Gesicht hinterher strahlt. Strahlt mein Gesicht? Ich kann es gerade nicht so ganz beurteilen. Schreib du mir doch mal deine Meinung zu dieser Gesichtsmaske in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt davon zu lesen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dich dieses Video gut unterhalten hat. Wenn nicht, dann nicht. Wie gesagt, ich versuche alle Produkte in der Infobox zu verlinken und für dich zu finden. Schreib du mir jetzt mal gerne, welches der Produkte du am liebsten austesten würdest. Ich sehe dich vielleicht auch in meinem Online-Shop, wo wir diese selbstgebastelten Ketten hier verkaufen. Und meine ganzen Designs von Ringen und so weiter aus echtem Silber. Wir können uns auch auf Instagram sehen. Kannst mich auch gerne kostenlos abonnieren, wenn du Bock hast. Und ansonsten sehen wir uns gerne in meinem letzten Video. Klick da einfach auf das i hier oben. Oder dann im nächsten. Tschüss!